herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns, also von mir und Flori. Wir haben uns gerade gemeinsam fertig gemacht, das habt ihr schon gesehen. Zu unserem Tag. Heute gehen wir shoppen. Und Flori gemeinsam. Und zwar machen wir so eine Silvestervorbereitung. Wir müssen Geschenke kaufen für meine Brüder und für meine Eltern. Ich muss mich nur noch anziehen. Und also ich habe schon mein Pullover an. Ich muss nur noch meine Hose anziehen, Socken, Schuhe, Jacke und dann geht's los. Was suchen Sie denn hier? Hallo, ich war mal beim Friseur und ich sehe heute hoffentlich gut aus. Ich habe mal das erste Mal in meinem Leben einen Mantel gekauft. Schauen wir mal, was wird. Was wird? So, wir sind jetzt shoppen. Also wir probieren es. Für wen suchen wir jetzt erstmal was? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja. Einfach für alle. GameStop gibt's auch nicht mehr. Hä? GameStop gibt's nicht mehr. Ja, ich weiß. Die Frage ist ja, wir müssen ja erstmal auch sagen, welche Laden die gibt. Guck mal, oben gibt's Spielemax. Yes. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Also das hat irgendwas mit meinem Haar gemacht, aber nicht lockig. Ey, was sollen wir holen jetzt? Weiß ich nicht. Oh. Handstaubsauger. Wofür? Keine Ahnung. Wir brauchen was, was halt deine Mutter zum Beispiel auch gebrauchen könnte. Wenn wir eh nichts finden, wir werden eh wieder rausgehen. 100%. Ja, hier im Mediamarkt, ja. Ja, aber ich dachte, wir können vielleicht irgendwas Geräteartiges kaufen. Nee, aber wir können runtergehen und für Atta oder Effe was gucken. Obwohl ich immer noch überlege, Effe Schuhe zu holen. Also wir haben jetzt was für meinen Bruder geholt. Jetzt fehlen nur noch zwei Brüder und Mutti und Vati. Leute, ich fühle mich ein bisschen gestresst, weil wir halt die ganze Zeit von Laden zu Laden laufen. Und wir haben gerade mal meinen kleinen Bruder fertig. Oh, das war's. Das war's einfach. Ja. Wir gucken jetzt, wir wollen nämlich Schuhe für meinen anderen Bruder holen. 40. Die fangen jetzt bei 41 an, weißt du? Ja, aber die fallen ja klein aus. Also 41 würde auch gehen. Was ist das für 41, ein Drittel oder was? Ja, keine Ahnung. Also mir ist richtig schwindelig geworden. Wir sitzen jetzt. Hallo. Er hat sich Sorgen gemacht, der Arme. Nein, Spaß. Gar nicht, Alter. Ja, ich hab gesagt, jetzt kurz hinsetzen. Guck mal, wie süß ich ja. bin. Ja, also wir haben Geschenke fertig. Sollen wir fast zeigen? Fertig. Ja, fast fertig. Wann machst du den Vlog? Nach Silvester erst. Ja. Wir haben Schuhe gekauft für ihren mittleren Bruder. Er ist so spendabel, Leute. War im Angebot. Für wie viel? Einfach, du zeigst den Menschen, wenn ich mich. Ach so. Heute sind wir bei Zara unterwegs and we're looking for a present, but we don't find Funk. Es ist so, so schwer. Ich glaube, die Kamera ist dreckig. Warte mal. Warte mal. Was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn da? Aus? Ja. Oh, es stinkt doch. Also, ich weiß nicht. Ist doch gut, oder nicht? Ja. Das ist basic halt, ja. Ja.
ausbricht. So, liebe Leute. Hi. Ey, das ist so anstrengend, einfach Geschenke zu suchen. Das Problem ist auch, heute ist extrem voll übertrieben. Wir haben jetzt was von meiner Mutter gefunden. Das war so eine Blazerjacke. Ja, so. Ja. Jetzt gehen wir noch Geschenkpapier kaufen. Und wo müssen wir noch? Also wir müssen noch das Geschenk für meinen anderen Bruder holen. Und für meinen Vater. Und dann sind wir fertig. Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel Geld wir bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben haben. Hey, ja, voll die gute Idee. Mach das. Hallöchen. Wir waren gerade bei Vanstein und wollten für meinen Schwiegervater ein Vanstein mit holen, weil er halt anscheinend die Marke mag und eine Jacke davon hat. Deshalb haben wir gedacht, wir holen uns einfach diese Vanstein mit Sophie. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit in den Kommentaren, um zu erraten, was sie gekostet hat, beziehungsweise was sie bezahlt haben. Eins, zwei, drei, zero. Falls der Mitarbeiter es irgendwann mal sehen sollte. Du bist ein Ehrenmann. So, unser Shopping-Trip ist zu Ende. Wir haben noch was zu essen gekauft von Lisa. Und wir haben noch das gekauft. Und das. Ja. Ja. Also es war auf jeden Fall erfolgreich. Ja, jetzt warten wir auf Uber, also auf Bolt und fahren nach Hause. Ich kann nicht mehr. Aber wir müssen vorher noch einkaufen gehen. Ach ja. Und dann gehen wir nach Hause und dann war's das. Dann können wir essen, weil ich habe heute den ganzen Tag nichts gegessen. Sie hat auch nichts gegessen, oder? Nee. Wir haben beide nichts gegessen, wir haben aber Shopping alles erfolgreich absolviert, haben alles bekommen sozusagen, ja, mehr oder weniger. Doch, wir haben alles bekommen. Ja, ja, wir wollten nur für einen Bruder von mir wollten wir ein paar andere Schuhe, also eine andere Farbe, aber wir haben jetzt dieselben Schuhe in beige geholt. Überhaupt runtergehen? Nimm die Tüte mit, was? Wie willst du denn jetzt überhaupt runtergehen? Hä, runterlaufen. Ja, Tüten brauchen wir doch. Da! Warum? Wir füllen die, dann kommen wir hoch, leeren die aus und dann kommen wir wieder, gehen wir wieder runter. Ich will einmal gehen. Deine Mutter. Ich bin gar nicht mehr anwesend. Ich will einfach nur schlafen jetzt. Und wir sind wieder back. Also wie ihr seht, sind wir schon längst zu Hause angekommen. Wir haben auch schon den Einkauf eingeräumt. Wir haben auch gegessen. Jetzt muss ich nur noch die Küche aufräumen. Und danach packen wir die ganzen Geschenke ein. Oder? Yes. Freust du dich? Nein. Warum? Ich mach sowieso nichts. Da hat er recht. Ich kann das nicht mal. Ja. Er wird einfach nur da sitzen und zugucken. Und dann wird er sagen, aber die Ecke ist ein bisschen schief geworden. Mhm. Ja. Ich muss einfach die Küche aufräumen, beziehungsweise wenigstens den... Nee, oh mein Gott, ich muss noch Fleisch trennen. Kackhaufen. Also, ich bin jetzt erstmal alleine in meinem Zimmer. Ich packe jetzt nämlich Florims Geschenk ein. Das ist nämlich hier sowas. Ich würde gerne sagen, was es ist, aber es kann sein, dass er es hört. Deswegen sage ich... Okay.
Und jetzt packen wir die von meinen Brüdern ein. Also Leute, es ist gleich 4 Uhr. Das war es dann auch jetzt mit unserem Vlog. Ja. Florian geht jetzt auch nach Hause. Wir sagen ihm noch Gute Nacht. Tschüss. Stay loyal. Auf Wiedersehen. Ciao, ruf mich an.